Hallo zusammen. In diesem Video geht es nochmal um die potenzielle Energie im elektrischen Feld, aber diesmal nicht in einem so gleichmäßigen Feld wie im letzten Video, sondern diesmal suchen wir uns ein inhomogenes Feld, also ein Feld, was in jedem Raumpunkt eine andere Stärke hat. Als Quelle des Feldes nehmen wir diesmal eine Punktladung oder eine kleine Kugel, muss jetzt nicht nur ein Pünktchen sein, aber das elektrische Feld zu einer Punktladung hat ja im Wesentlichen zwei Eigenschaften. Die Feldvektoren, die zeigen immer radial weg von dieser Ladung, und die Stärke des Feldes würde von der Entfernung dieser Ladung Q abhängen. Das heißt, im selben Abstand von dieser Ladung hier wäre auch der Feldvektor genauso lang. Also so würde das ungefähr aussehen. Gleiche Länge, gleicher Abstand und immer radial nach außen. Und hier draußen wäre natürlich die Feldstärke entsprechend geringer. Ja, ich glaube, das kann sich jetzt jeder gut vorstellen. Und wir kennen auch die Feldstärke nach der Coulombschen Formel, beträgt die Feldstärke. Und die Feldstärke ist hier ja eine Funktion des Abstandes. Also die ist ja vom Abstand von dieser Ladung Q abhängig. Also die Feldstärke als Funktion des Abstandes geschrieben wäre die Coulombsche Konstante mal diese Ladung, die hier in der Mitte sitzt, geteilt durch den Abstand zum Quadrat, den Abstand von dieser Ladung. Ja, wenn ich jetzt eine Probeladung in die Nähe bringe, eine positive Probeladung, dann wirkt auf diese Probeladung hier eine Kraft. Und zwar eine abstoßende Kraft. Diese Probeladung wird hier nach außen geschoben, und diese Kraft auf die Probeladung, die hängt dann auch ab vom Abstand der Probeladung von dieser Ladung Q. Also die Kraft auf die Probeladung in Abhängigkeit vom Abstand war dann eben gerade Q mal das elektrische Feld. Und wenn wir das elektrische Feld hier einsetzen, dann ist die Kraft hier gerade Q mal K mal Groß Q durch R². Das war das Coulombsche Gesetz gewesen. Und jetzt machen wir das, was wir im homogenen elektrischen Feld gemacht haben. Wir verschieben diese Probeladung entgegen der Kraft des elektrischen Feldes auf diese Ladung Groß Q. Also verschieben wir das hier um diese Strecke, bis die Ladung dann hier liegt. Das wäre sozusagen mein Ausgangspunkt, sagen wir mal, das ist mein Ort R1 und da habe ich meinen Ort R2. Auch hier rechne ich meine potenzielle Energie in dem Ort R2 aus, indem ich die Arbeit berechne, die ich brauche, um die Ladung in diese Position zu bringen. Ich nehme dieses geladene Objekt hier im Ort R1, ich verschiebe das in den Ort R2. Die Arbeit, die ich beim Verschieben geleistet habe, die bleibt als potenzielle Energie in diesem Objekt erhalten. Und wenn ich das Objekt loslasse, dann wird es vom elektrischen Feld beschleunigt und wandelt diese potenzielle Energie in kinetische Energie um, genauso wie das auch im Gravitationsfeld passiert. Das Problem, was wir bei der Berechnung haben, ist jetzt, dass in jedem Punkt auf dem Weg hier, wenn wir das Teilchen verschieben, in jedem Punkt auf dem Weg ist meine Feldstärke ein bisschen anders. Das kann ich aber vermeiden, indem ich sage, okay, dann mache ich eben meine Verschiebung nicht kontinuierlich, sondern ich verschiebe in kleinen Stückchen, in kleinen Abschnitten. Also ich verschiebe erst nach hier und dann nach hier und dann nach hier. Und jeden dieser Abschnitte mache ich so klein, dass ich annehmen kann, dass die elektrische Feldstärke in diesem Abschnitt unverändert ist. Also ich nehme eine konstante Feldstärke an für so einen kleinen Abschnitt. Und den Abschnitt, den nenne ich, das ist mein Stückchen dr. Also d steht für Delta und soll zeigen, dass es ein ganz kleiner Abschnitt ist. Und ihr seht schon, das läuft auf eine Integralrechnung raus. Ja, also ich verschiebe diese Probeladung Q einmal um das Stückchen dr. Welche Arbeit leiste ich dabei? Die Arbeit, die ich da leiste, wenn ich das Teilchen um das Stückchen dr verschiebe, die Arbeit ist dw, das ist auch ein kleines Stückchen Arbeit, aber es gibt ja immer noch Kraft mal Weg.
Und die Kraft ist mir gegeben hier durch diese Formel hier oben. Das tue ich mal ein bisschen umsortieren. Also da schreibe ich mal wieder die Coulombsche Konstante als erstes, mal Q mal Q mal 1 durch R². Das ist die Kraft und die nehme ich mal an, dass die Konstante ist hier über mein kleines Stückchen. Und der Weg ist noch gerade das dr. So, das ist der Betrag der Arbeit, die ich leiste. Hier muss ich noch aufpassen mit dem Vorzeichen. Wir haben hier nur positive Größen. Die Konstante ist positiv, diese Ladung soll positiv sein, die Probeladung ist positiv, der Abstand zum Quadrat ist positiv. Das dr, das Stückchen Weg, das ist eine negative Größe. Der Abstand wird ja von Groß Q ausgerechnet. Den Abstand mache ich ja kleiner, ich gehe ja auf Groß Q zu. Ich will aber hier eine positive Zahl am Ende stehen haben. Denn die Arbeit, die ich leiste, ist positiv. Ich muss ja Kraft aufwenden, um ein Teilchen hier reinzuschieben. Also ich brauche ein positives Ergebnis, deshalb muss ich hier noch ein Minuszeichen einfügen. Das ist sozusagen mein Stückchen Arbeit. Also hier leiste ich ein Stückchen, hier ein Stückchen, hier ein Stückchen und das addiere ich jetzt einfach zusammen. Das heißt, die gesamte Arbeit, die ich leiste, wenn ich meine Probeladung von hier nach hier verschiebe, die gesamte Arbeit ist das Integral vom Ausgangspunkt R1 zum Endpunkt R2 über minus k mal q mal q mal 1 durch R² dr. Und da kann ich gleich diese konstanten Dinge hier vor das Integralzeichen ziehen, also minus k q q, dann mein Integral R1 R2 1 durch R² dr. Nun, das ist jetzt kein besonders schwieriges Integral. Die Stammfunktion dazu kennen wir. Also wenn wir das Ganze auflösen, dann ist die Arbeit gerade minus k mal q mal q. Und jetzt schreiben wir die Stammfunktion hin und das ist minus 1 durch r. Also die Stammfunktion hier ist minus 1 durch r. Und zwar von R1 nach R2. Und wenn ich das einsetze, dann bleibt mir minus k mal q Stammfunktion am oberen Intervallende, das ist der minus 1 durch R2, minus 1 durch R2, minus Stammfunktion am unteren Intervallende, die Stammfunktion am unteren Intervallende, die ist gleich minus 1 durch R1, also minus minus 1 durch R1. Jetzt räumen wir mal ein bisschen auf mit dem Minuszeichen. Das erste Minuszeichen lassen wir noch stehen, aber das da drin in der Klammer, da sehen wir, das ist plus 1 durch R1 minus 1 durch R2. Also 1 durch R1 minus 1 durch R2. Und wenn wir jetzt dieses Minuszeichen hier reinziehen, dann drehen wir das nochmal um. Das ist also k mal q mal q mal 1 durch R2 minus 1 durch R1. Ja, kann das jetzt mit den Vorzeichen stimmen? Jetzt haben wir so viele Vorzeichenänderungen. Schauen wir nochmal, ob das jetzt passt. Sehen geht das hier, das geht jetzt nicht ganz aufs Bild. R1 war größer als R2. Das heißt, 1 durch R2 ist etwas Größeres als 1 durch R1. Das heißt, meine Klammer hier gibt auf jeden Fall einen positiven Wert und das ist das auch, was wir erwartet haben. Wir konnten jetzt mal Werte einsetzen. Nehmen wir mal R1, unser Startwert. Unser Abstand soll da 10 Meter sein. Und R2, da gehen wir vielleicht auf einen Abstand von 5 Meter. Wir halbieren den Abstand. Ja, wie groß wäre denn da die Arbeit, die wir aufwenden müssen? Dann wäre unsere Arbeit eben, ja, das dieses KQQ, also abhängig von den Ladungen, mal ja, 1 durch R2, das wäre also ein Fünftel minus ein Zehntel. Ein Fünftel minus ein Zehntel. Und ein Fünftel sind ja gerade 2 Zehntel. Das heißt, 2 Zehntel minus ein Zehntel gibt mir ein Zehntel. Das heißt, die Arbeit, die ich da aufwenden muss, ist gerade K mal Q geteilt durch 10. Und das wäre ja auch gerade die zusätzliche potenzielle Energie, die durch das Verschieben um die 5 Meter hin zur Ladung Groß Q in meinem Objekt gespeichert wäre.
Ja, soweit zur potenziellen Energie im inhomogenen Feld, und im nächsten Video schauen wir uns dann an, was das alles mit der Spannung, mit der elektrischen Spannung zu tun hat.